Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße alle. Ich hatte es schon öfter angekündigt, der Blocktrainer, einer der bekanntesten Vertreter der Bitcoin-Szene, kann man sagen. Jetzt ist er endlich da. Freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, Roman, obwohl ich weiß, dass du ziemlich im Stress bist und sehr Ja. viele Interviews derzeit hast. Super, dass du da bist. Ja, das stimmt wohl. Markus, schön, dass ich da sein darf. Du hattest in einem Video ein Part, einen Ausschnitt von meinem Video kommentiert und dann hatte ich dich angeschrieben und dann ist das Ganze ja zustande gekommen und ich freue mich ziemlich auf das Gespräch heute. Super cool. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, Roman. Also, wir haben, was ich da in diesem Video, das du gerade angesprochen hast, gesagt hatte, war, da hattest du selber ein Video gemacht und gesagt, ja, guckt euch mal die Geldmenge an. Und das bedeutet, dass unser, die massiv ja gestiegen ist. Und das bedeutet, dass unser Geld weniger wert wird. Und dann hatte ich unter deinem Video erstmal einen Kommentar geschrieben und habe gesagt, ja, Roman, das stimmt vielleicht nicht so ganz, denn das Geld, was da produziert wird, ist, wenn man so will, erstmal Festplattengeld. Ja, das landet nicht sofort im Wirtschaftskreislauf, sondern das landet bei Banken, die kaufen damit Staatsanleihen vielleicht, oder es ist zunächst mal einfach nicht wirklich im Umlauf. Und das Entscheidende, so war mein Argument, ist eben die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Und Inflation und Geldentwertung kommt erst, wenn eben die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zunimmt. Und man kann eben in der Corona-Krise sehen, oder jetzt sagen wir mal im Jahr 2020 ab März, ist zwar die Geldmenge aufgrund der Aktion der Notenbanken massivst gestiegen, aber gleichzeitig sind die Verbraucherpreise, das ist das, was man gängigerweise unter Inflation versteht, teilweise gefallen, vor allem für Energie gefallen. Das heißt, in Relation zu Geld ist letztendlich zum Beispiel Energie günstiger geworden. Das war sozusagen mein Aufhänger, warum ich dich damals kontaktiert hatte, und finde ich super, dass du dich dieser Diskussion stellst. Vielleicht können wir zunächst mal einblenden, ich hatte dir, wenn du es findest jetzt gerade, über Geldmengenwachstum USA und Geldmengenwachstum Eurozone hatte ich dir Grafiken mal zugemailt. Du führst hier ja Regie, was ich super finde. Wir gucken mal, Genau. ob du die findest gerade. Ja, also die Geldmenge ist natürlich angestiegen, vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Eigentlich sehen wir das ja, ich sag mal, in verstärkter Form seit 2008, seit der damaligen Bankenkrise oder Immobilienkrise, die ja in den USA entstanden ist. Und mein Gefühl ist halt, man hat schon die ganze Zeit so ein bisschen am Limit gearbeitet, was ja auch vor allem in der Eurozone war, mit Niedrigzinspolitik und ja, den ganzen Dingen, die damit zusammenhängen. Und als jetzt Corona kam, war das einfach nochmal, da musste man nochmal so richtig die Geldtrommel rühren, damit man, oder den Druck anschmeißen, damit man das auffangen konnte, weil man sowieso schon vorher eigentlich in einer schwierigen Finanzpolitik oder Finanzsituation eher gesagt gesteckt hat. Jetzt ist es so, ich sehe das komplett genauso. Das Geld, was jetzt aktuell in diesen rauen Mengen erschaffen wird, und da müssen wir ja auch mal schauen, dass es wirklich viel ist. Letztes Jahr, in 2020, ist sozusagen jeder dritte jemals erschaffene US-Dollar erschaffen worden. Das ist ja eine katastrophale Zuwachs an Geld, wenn man so möchte. Zumindest auf der Geldmenge, die jetzt, ich sag mal, schnell liquide ist. Das sind ja die, die jetzt nicht eben in Ewigkeiten angelegt sind, sondern letzten Endes im Umlauf sind. Und man sieht das tatsächlich noch nicht an den Preisen. Und das kann ebenfalls an der Corona-Situation, an Lockdowns und diesen ganzen anderen Dingen liegen. Aber auch einfach deshalb, weil natürlich das sehr lange braucht, bis das Geld so in dieser Form in den Wirtschaftskreislauf kommt. Ich denke halt, eine der großen Situationen, die dazu führen könnten, wären die Pleiten von großen Unternehmen. Wir sehen das sowas wie Lufthansa oder vielen anderen Unternehmen. Da wird man mit sehr viel Geld reinfahren müssen, um das aufzufangen. Und irgendwann wird dieses Geld dann voraussichtlich auch mal im Wirtschaftskreislauf ankommen und die Folge wären steigende Preise. Oder gleichbleibende Preise für die Produkte, dafür aber eine schlechtere Qualität. Das ist unter Umständen auf der anderen Seite auch noch eine Folge, meiner Meinung Ja. nach. Ja. Okay, vielleicht das Ganze beginnt eigentlich schon vorher. Vielleicht darf ich das kurz mal aufreißen, diese historische Entwicklung. Wir haben seit den frühen 1980er Jahren, mithin also mit Machtübernahme von Ronald Reagan, beginnt ein Prozess, der eigentlich seitdem konstant der Fall ist. Die Schulden wachsen schneller als die Wirtschaft wächst. Und dieses Verhältnis geht immer krasser sozusagen in eine Richtung, nämlich dass die Schulden viel schneller wachsen als die Wirtschaft. Und das bedeutet, die Notenbanken versuchen seitdem eben diese schneller wachsenden Schulden dadurch zu ermöglichen, indem sie sagen, ja, guck mal, wir müssen Geld drucken, damit die Wirtschaft angekurbelt wird. Ja? Aber du kannst eben auch ganz klar sehen, dass letztendlich du immer mehr Dollars aufwenden musst. Du musst etwa derzeit 5 bis 7 Dollar aufwenden, Schulden aufwenden, um 1 Dollar Wachstum zu erzielen. Dieses Verhältnis wird immer ungünstiger. Ja? Das heißt, es ist ein System, das letztendlich sich in die Unendlichkeit potenziert.
immer mehr Schulden, um immer weniger Wachstum zu erzeugen. Und das ist ein Prozess, der in den 1980er Jahren beginnt und der dann erstmals so wirklich evident wird in der Finanzkrise, die ja eigentlich eine Krise der Algorithmen ist. Ja? Warum? Weil letztendlich die Risikomodelle, so wie sich das da gezeigt hat, der Banken nicht funktionieren. Die haben nämlich berechnet, also so etwas wie die Finanzkrise, das sozusagen an allen Fronten ist krach, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu um und bei 3 Milliarden, also geringer als ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Und da ist dieses System evident geworden oder ist sozusagen wirklich auf den Punkt gekommen. Die Banken waren in totaler Schieflage, vor allem die US-Banken, und wurden dann eben durch den Staat gerettet, durch den amerikanischen Staat. Die Amerikaner haben das viel besser hingekriegt, viel schneller hingekriegt als wir Europäer. Wir haben nach wie vor hier ein marodes Bankensystem. Und letztendlich gab es nur zwei Alternativen mit der Finanzkrise. Entweder man zieht sofort den Stecker, also praktisch ein Reboot des gesamten Finanzsystems. Das will aber keiner. Das will immer noch keiner. Oder eben du machst weiter, du versuchst diese Illusion des Wohlstandes aufrechtzuerhalten, indem du letztendlich immer schneller das Rad drehst, damit es überhaupt sich noch dreht. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und das ist das, was wir derzeit eben sehen. Jetzt nochmal potenziert durch die Corona-Krise. Das ist sozusagen die nächste Finanzkrise 2.0, wenn man so will, mit einem totalen All-in des Staates, der jetzt aber, und das ist genau der Punkt, gar nicht anders kann, als dieses System weiterzuführen auf der einen Seite, weil er muss die Leute retten. Ja. Ja? Und wir sehen derzeit, glaube ich, und das ist ein Prozess, der jedem, der irgendwie freiheitsorientiert ist, stinkt, wir sehen derzeit einen Nanny-Staat, der also immer wichtiger wird. Ja? Immer mehr Leute hängen vom Staat ab. Die einzigen Jobs, die noch geschaffen werden, sind faktisch netto im Staatssektor. Und interessanterweise vielleicht auch dazu, dass das ist auch seit ein paar Jahren auf jeden Fall zu beobachten, dass es immer mehr Leute sind, die, wie du gerade schon sagtest, diese staatliche Leistung in Anspruch nehmen oder das Auffangen des Staates in gewisser Form und immer weniger Leute, die mit ihren Jobs auch das irgendwo finanzieren können oder wollen oder wie auch immer. Also Leute, die regulär arbeiten und reguläre Steuern zahlen, womit ja auch irgendwo dann woanders das Geld verteilt werden könnte. Und auch das ist ein Prozess, der zunehmend mit neuem Geld, was geschaffen werden muss, aufgefangen werden muss, dass eben zunehmend mehr Leute eben keine Arbeit nachgehen oder zumindest keine Arbeit, die Steuern erwirtschaftet oder wie auch immer. Ja. Genau, und dazu kommt noch die Demografie. Das heißt, diejenigen, die letztendlich produktiv sind, werden tendenziell weniger zu denen, die dann alimentiert werden müssen im Alter. Ja. Also das ist eigentlich eine unlösbare Situation. Und jetzt, vielleicht um den Schwenk zu Bitcoin zu machen, jetzt kommt... Jetzt haben wir die Lösung. Jetzt haben wir die Lösung. Und jetzt ist Bitcoin vermeintlich, und du weißt, ich bin ein absoluter Anhänger von Bitcoin, die Lösung des Problems, indem es sozusagen gegen die absolute und unbegrenzte Ausweitung von Fiat-Geld eine Knappheit setzt. Und was bei Bitcoin wirklich genial ist, ist digitale Knappheit. Also sozusagen ein Gut zu erzeugen, das anders als sonst in der Digitalität nicht beliebig duplizierbar ist. Ja, also es ist duplizierbar, das muss man sagen. Also wie jedes digitale Gut ist auch Bitcoin duplizierbar. Deswegen gibt es so viele Forks von Bitcoin. Was Bitcoin aber schafft, ist, dass dieser Zustand, den Bitcoin selber in seinem Netzwerk schafft, dass der nicht duplizierbar ist. Und zwar die Rechenleistung, die eben sich auf das Regelwerk, so wie das Bitcoin-Netzwerk, was wir als Bitcoin-Netzwerk verstehen, eben funktioniert. Ich kann das jetzt kopieren, würde aber irgendwelche Parameter ändern müssen, weil sonst wäre es ja das Gleiche. Und dann wäre eben meine Rechenleistung, die ich dem Netzwerk zur Verfügung stelle und damit auch die damit verbundene Sicherheit deutlich geringer. Heißt also, die digitale Knappheit ist tatsächlich echt, aber obwohl man es kopieren kann. Also es ist halt ein interessantes Konstrukt, ja. Aber es ist ein in sich geschlossenes System, kann man sagen. Ja. Das eben all das hat, was jetzt sozusagen nicht der Fall ist, nämlich Knappheit. Ja? Soweit ich weiß, sind doch so um und bei 19 Millionen Bitcoins von 21 ja schon gemeint. Das heißt, es bleiben ja nur noch 2 Millionen, die in den nächsten 100 Jahren letztendlich erzeugt werden können. Und das ist natürlich extrem sexy in einer Zeit, die sozusagen auf dieser permanenten Geldmengenausweitung basiert. Die Frage jetzt, die sich für mich stellt, ist aber, ist das sozusagen die Lösung unseres Problems, wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass eben nur durch diese Geldmengenausweitung wir es uns faktisch erlauben können, die Leute, die zum Beispiel durch Corona aus ihrer Bahn geworfen wurden, überhaupt zu alimentieren. Hätten wir ein System, das begrenzt ist,
wäre das nicht möglich. Und das ist einer der entscheidenden Punkte auch bei der Abschaffung der Goldbindung, also des Goldstandards gewesen, war eben, dass Gold natürlich letztendlich, es gibt zu wenig Gold für eine zu große Wirtschaft, wenn man so will. Ja? Obwohl Gold eben nicht so begrenzt ist wie Bitcoin, weil man immer wieder was findet und möglicherweise unendlich Gold findet, aber es ist eben sehr aufwendig, es zu finden. Oder zu produzieren. Wobei man sagen muss, wir haben ja Zustände gehabt, vor allem so 1870 bis 1912 oder sowas, wo wir ja mit einer Deflation oder zumindest ein bisschen Deflation, die wir hatten, ich glaube so irgendwas um die 5%, durchaus Wirtschaftswachstum hatten und das Ganze auch nach vorne gegangen ist. Und ich glaube, dass das Thema mit dem Gold halt immer genau dann zum Problem wird, wenn man sich an eine Inflation gewöhnt, weil neues Gold reinkommt und dann merkt, naja, irgendwie haben wir jetzt Strukturen aufgebaut, die an eine Inflation gewöhnt sind. Und wenn man nämlich dann in diese Krisensituation kommt, dass man ja irgendwo letztendlich eine Wirtschaft hat, die auf Inflation fußt, dann muss die Inflation irgendwann immer größer werden, um eben dieses Wachstum zu gewährleisten. Das, was vorhin von dir beschrieben wurde, auch eigentlich so seit den 80er Jahren enorm passiert ist in dieser Form. Und wenn wir aber von vornherein, ja. Vielleicht nicht Inflation, wäre in dem Fall vielleicht der falsche Begriff. Geldmengenausweitung, ja. Genau, was nicht per se Inflation ist, sondern Inflation entsteht nur dann, wenn eben sozusagen die Preise nachhaltig steigen. Das tun sie, indem die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes steigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn eben viel investiert wird, wenn vor allem die Löhne steigen. Das ist etwas, was wir ja jetzt in einem eher deflationären Jahrzehnt seit der Finanzkrise nicht gesehen haben. Ja, jetzt vielleicht da aber auch direkt ein Hinweis zu, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir neues Geld bekommen auf den Geldberg, den wir aktuell sowieso schon haben, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass das, was vorher von irgendwem gespart wurde, verringert wird. Heißt, wir haben die Ökonomen, vor allem die, die ganz hart das inflationäre System verteidigen, sagen, naja, wir brauchen Inflation für Wirtschaftswachstum. Weil wenn jetzt, ich bin jetzt, sag ich mal, ein Bauer und habe ein großes Feld und habe da meinen Holzflug, den ziehe ich den ganzen Tag hinter mir her. Ich habe aber nur begrenzte Lebenskraft und am Abend bin ich komplett fertig und habe es geschafft, was ich 20 Kartoffeln anzusäen. Davon kann ich selber kaum leben. Jetzt gehe ich zur Bank und sage so, Bank, wie sieht's aus? Ich bräuchte mal so einen Traktor. Ich habe das Geld nicht dafür. Dafür bin ich einfach nicht profitabel genug, um mir jetzt einen Traktor leisten zu können. Aber wenn ich den Traktor habe, kann ich ganz schnell die Schulden zurückzahlen, die mich dieser Traktor gekostet hat. Plus, ich kann viel mehr produzieren. Ich bin ja viel produktiver. Und das ist ja so ein bisschen, wo dann argumentiert wird, hey, Inflation super. Die Bank erschafft jetzt kurz neues Geld. Der Bauer, also ich, kann mir das Geld leisten, leihen, kann mir diesen Traktor leisten und ja, kann super schnell das Geld zurückzahlen, bin viel produktiver. Wert geschaffen. Super gut. Das große Problem ist, dass ich meistens das Geld gar nicht zurückzahlen kann oder das nur über einen sehr langen Zeitraum passiert. Das heißt, es bleibt erstmal im Umlauf. Und das nächste Problem ist, dass ja in dem Moment, wo die Bank für mich Geld erschafft, das ja aber auch bedeutet, dass für wen anderes, und zwar für alle anderen, die Wirtschaftsleistung verringert wird. Und zwar in der Form von der Geldmenge, die jetzt für diesen Traktor erzeugt wurde. Also ist es eigentlich ein Trugschluss. Warum? Aber es könnte doch sein, dass indem der Bauer, um in deinem Beispiel zu bleiben, der Bauer hat jetzt einen Traktor, produziert mehr Kartoffeln. Jetzt braucht er für seinen Traktor aber ab und zu einen Mechaniker. Ja? Das heißt, es entstehen Folge, und das ist ja sozusagen das Grundprinzip unserer immer vielschichtigeren Arbeitsteilung, ist dieses Geld, was er investiert. Die Bank schafft das Geld. Ja. Er kauft sich den Traktor, produziert mehr Kartoffeln, braucht aber jetzt zum Beispiel einen Mechaniker, der ab und zu den Traktor repariert. Ja. Dadurch fließt Geld von ihm zu dem Traktorreparateur. Der Traktorreparateur wiederum nimmt einen Kredit auf bei der Bank, etc. etc. Was erstaunlich ist, dass wir trotzdem die Banken im Prinzip permanent mit einer immensen Geschwindigkeit Geld schaffen, wir dennoch jetzt nicht in einer Hyperinflation sind. Ja? Noch nicht, Nein, also sind wir nicht, klar, natürlich. Ja. Wir sind natürlich in einer Inflation, was die Assetpreise betrifft, gar keine Frage. Ja? Also Immobilienpreise, Aktienpreise und das ist genau der Punkt, der letztendlich von den Notenbanken so befördert wurde, gar keine Frage. Und jetzt entsteht dadurch natürlich massive Ungleichheit, weil diejenigen, die Assets haben, Aktien oder Immobilien, profitieren massiv, während diejenigen, die sie nicht haben, eben nicht profitieren, sondern deren Gespartes wird aufgrund der Abschaffung des Zinses im Prinzip weniger wert. Wenn ich den Zins abschaffe, dann schaffe ich natürlich per se jeden Risikoparameter ab. Der Zins ist ja sozusagen die einzige Chance, Risiken adäquat zu bepreisen. Genau. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Junk Bonds anschaut, also Unternehmensanleihen mit
mieser Bonität. Ja, Firmen, die teilweise an der Grenze sind, über den Jordan zu gehen. Und man schaut sich die Spreads an, also die Rendite, der Risikoaufschlag in Relation zum Beispiel zu amerikanischen Staatsanleihen war noch nie so gering wie heute. Ja. Aber das sehen wir auch in Deutschland oder in Europa, dass immer mehr Zombie-Unternehmen entstehen und die auch einfach da bleiben, weil man kann relativ easy sich Kredit für Kredit holen und die auch miteinander auslösen, weil eben zunehmend dieser Faktor, dass du es irgendwann mal auslösen musst, für mehr verloren geht. Und das ist ein Problem und dem sieht sich die Politik da gerade auch gegenübergestellt. Aber keine Frage. Also bin ich in der Analyse voll bei dir eben. Ne? Die Frage ist dann eben nur, ist Bitcoin die Alternative? Also ist es die Lösung zu dem System? Ist es zumindest eine Alternative? Man hat ja angefangen im Prinzip als Zahlungssystem. Ja? Das mit dem Zahlungssystem hat sich nicht durchgesetzt, wird sich wahrscheinlich in der breiten Masse, weiß ich nicht, aber nicht so wirklich durchsetzen, dass ich also zum Bäcker gehe und damit Satoshi bezahle. Warum oder nicht? Ja, gute Sache, guter Punkt. Warum nicht? Was spricht dagegen? Also erstmal, und da spricht, und das ist vielleicht das größte Argument, was ich sehr kritisch sehe in Sachen Bitcoin, ist, wir wissen, dass es sehr, sehr wenige Leute gibt, die sehr, sehr viele Bitcoins besitzen. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Ungleichheit der Vermögenssituation, die durch Bitcoin eher noch krasser wird als durch Fiat-Geld. Ja? Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber es kommt vielleicht Pi mal Daumen hin. 1% aller oder die Wale, also die großen Dickfische, 1% der Leute, die Bitcoins haben, besitzen 95% aller Bitcoins. Nee, das ist tatsächlich nicht mehr so. Ich hatte ein Interview mit dem Raphael Schulze-Kraft, das ist der CTO von Glassnode. Das ist ein Unternehmen, was auf Makroebene On-Chain-Analysen macht. Das heißt, die sind eben nicht nah dran, gucken sich einzelne Transaktionen an, sondern das große Ganze und gucken, wie ist die Verteilung der Coins. Und die haben gewisse Möglichkeiten, zumindest teilweise Adressen einzelnen Entitäten zuzuordnen. Das ist sehr schwierig. Also allgemein gibt es da jetzt nichts in der Blockchain, wo steht, hey, die Adresse und die Adresse gehört dem Markus. Sondern es gibt manchmal so Sachen, da sieht man das, weil vielleicht gewisse Zahlungen nur zulassen, dass es von einer Person kommen kann oder so. Ne? Also es gibt da so ein paar Sachen und der hatte mir auch versichert, bei denen ist es eher so, die wollen keine False Positives, also keine Falschmeldungen da drin haben. Die achten darauf, dass sie sich hundertprozentig sicher sind. Wenn sie es sich nicht sind, dann zählen sie es eher als, es sind verschiedene Teilnehmer. Das heißt, die Zahl ist sogar noch optimaler als von ihm dargestellt. Und das zeigt, dass nämlich dieses Gerücht war 2%, also irgendwie 98% des Geldes liegen bei 1% der Leute oder so. Und das stimmt überhaupt nicht. Also die Zahl ist erstmal, dass sich das immer weiter verteilt und dass die Anzahl deutlich geringer sind. Ich glaube, 70% des Kapitals liegen bei den Top 1 oder 2%, irgendwie so. Okay, aber das wäre ja immer noch eine immense und vielleicht wird sich das ein bisschen aufweichen, ne? Weil natürlich diejenigen, die Bitcoins oder viele Bitcoins haben, natürlich immer auch das Risiko haben, tendenziell, dass Bitcoin auf Richtung Null fallen könnte, ne? Was ihr immenses, naja, jetzt nur mal als Theorie, bei Gold kannst du ja sagen. Nee, da widerspreche ich nicht. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass man auch diese Zahlen trotzdem mit Vorsicht genießen muss, weil es ist auch davon auszugehen, dass viele Bitcoin unwiderruflich verschwunden sind. Also da muss man immer so ein bisschen schauen. Und ich sehe zum Beispiel aktuell Unternehmen wie MicroStrategy, die versuchen, große Mengen an Bitcoin zu kaufen. Und da merkt man schon, ja, die bewegen sich in einem Rahmen unter 100.000 oder gehen langsam auf die 100.000 Bitcoin zu von 21 Millionen, was immer noch eine extrem ungleiche Verteilung wäre, wenn wir uns Bitcoin als globales Asset vorstellen. Was wir aber schon sehen, ist, dass gerade enorm viel reiche Entitäten in diesen Space kommen. Börsengang, Coinbase, das sind ja alles so Zeichen, die zeigen, Bitcoin möchte in die klassische Finanzwelt und da kommt es langsam an. Und ich glaube, das wird auch viele Leute auf den Plan rufen, die in der Lage sind, auch Bitcoin zu hohen Preisen zu kaufen und dann auch irgendwann von den Leuten, die sehr lange gehalten haben, die vielleicht genau diesen Zustand auch einfach nur abgewartet haben, weil sie das schon gesehen haben, dass es kommen könnte, auch dazu bringen, vielleicht größere Mengen irgendwann wieder zu verkaufen. Und ich glaube, das ist auch das, was man nicht bei diesen Zahlen sieht, dass das zunehmend sich wieder besser verteilt. Ich glaube nämlich, in dem Zustand, wo wir jetzt sind, wo unser Geld, die Geldmenge immens erweitert wird, sehen wir, dass da sehen wir das noch super krass, weil Bitcoin auch noch so ein junges Asset ist, dass eben Einzelne unfassbar reich sind. Ich glaube aber, wenn wir einmal den Zustand erreicht haben, wo Bitcoin aufhört, so stark zu steigen, weil es vielleicht adoptiert ist und jeder es nutzt oder wie auch immer,
da muss man sich eben eine andere Frage stellen. Der Michael Saylor hat das ganz gut gesagt, ist der Geschäftsführer von MicroStrategy. Das ist ja das erste aktiennotierte Unternehmen, was Bitcoin gekauft hat und sogar 100%, eigentlich sogar mehr als 100% ihrer Rücklagen in Bitcoin gesteckt hat. Und also das heißt, die haben auf Kredit, die hebeln das, ja? Wandelanleihen haben sie ausgegeben und davon Bitcoin gekauft. Genau, die haben gehebelt. Ja. Und er hat gesagt, also ich habe da jetzt Geld liegen und ich kann jetzt hingehen und kann sagen, naja, ich kann mit dem Geld neue Unternehmen bauen oder ich kann neue Produkte bauen, Leute einstellen. Aber nichts davon verspricht mir diese Wertsteigerung, die Bitcoin jetzt in Zukunft hinnehmen wird. Ja. Und das hat er halt an gewissen Risikofaktoren ausgemacht und hat gesagt, es ist eigentlich ausgeschlossen, dass Bitcoin nicht diese Wertsteigerung hinnimmt, die ich prognostiziere hier. Und kann man sagen, es ist praktisch ausgeschlossen, dass meine Prognose nicht eintrifft? Da fängt der Größenwahn schon an, ja? Natürlich. Also da muss man halt aber auch so ein bisschen hingehen und schauen, warum ist er so überzeugt? Und die Argumente, die er anbringt, die sind eigentlich alle gut. Also er hat sich super vielen Interviews gestellt, also wirklich, der hat hunderte Interviews gegeben und man merkt schon, er weiß schon, wovon er redet und den Entschluss, den er da gefasst hat, der ist absolut logisch. Also komplett nachvollziehbar, wenn man wirklich einmal die ganze Argumentationspalette gehört hat, dann denkt man sich, ja, einzig richtige Entscheidung. Aber ist natürlich auch vielleicht eine Ansichtssache. Aktuell, der Kurs gibt ihm recht. Also die sind angefangen bei, keine Ahnung, $16,000 oder so zu kaufen. Die haben jetzt, ich glaube, an reinen Geldmitteln über 1 Milliarde da reingesteckt und denen geht es jetzt sehr gut. Aber es ist halt so, dass er auch nicht verkauft, weil er halt sagt, das geht noch weiter. Aber es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, weil er es damit begründet und sagt, ich kann mit meinem Geld aktuell nichts Besseres machen. Wenn ich jetzt Leute einstelle und so, kann ich niemals so profitabel sein, wie das, was Bitcoin als Wertsteigerung hinnimmt. Naja, wenn du die richtigen Leute einstellst, vielleicht doch. Also, ja, ne? Kommt natürlich darauf an, wo wir noch hingehen mit Bitcoin. Aber wenn wir einen 1000x oder sowas hinlegen, das wird schwierig, das zu erreichen. Also da, ich denke, das ist aber ein bisschen die Spieltheorie dahinter. Und ich denke, er spekuliert ja auch darauf, dass es irgendwann adoptiert ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, Bitcoin ist größer als Gold. Das Market Cap, Bitcoin ist vielleicht ebenbürtig mit den größten Currencies, die wir haben, wie aktuell World Reserve Currency Dollar und ist auf einem Level damit oder vielleicht sogar einen Tacken höher, weil es eben global nutzbar ist, dann hört vielleicht irgendwann, wenn jeder drin ist, auch diese massiven Wertsteigerungen oder generell auch diese extremen Schwankungen auf. Ne? Einfach das Geld, weil einfach viel mehr Kapital in Bitcoin liegt. Und dann haben wir eine gesunde Deflation oder Wertsteigerung von Bitcoin pro Jahr von, sagen wir mal, 5% oder so. Und dann habe ich einen ganz neuen Zustand. Und dann muss ich mir als MicroStrategy überlegen, schaffe ich es, mein Bitcoin, was mir 5% im Jahr gibt, so zu investieren und auszugeben, dass ich dadurch mehr als diese 5% erlangen kann. Und ab dem Zeitpunkt wird MicroStrategy anfangen und die Bitcoin wieder verkaufen, veräußern oder halt von dem Bitcoin vielleicht Produktionen kaufen, Leute bezahlen und so weiter. Und das tun sie jetzt. Die Vorstandsmitglieder werden ab jetzt, ihre Boni werden ja ab jetzt mit Bitcoin bezahlt. Ja? Also da sieht man schon die ersten Züge, nimmt das schon an. Er gibt jetzt nicht große Mengen aus, aber er gibt zumindest nutzt Bitcoin so ein bisschen für das, wofür es auch mal ursprünglich gedacht war, eben als Geld. Ja, was natürlich aktuell in diesem Zustand noch schwierig umsetzbar ist durch die Schwankungen, aber er nutzt es zumindest schon mal dafür. Und ich denke, wenn man das berücksichtigt, dass irgendwann ab einem gewissen Zustand es so wäre, dass Bitcoin eben nicht mehr so massiv steigt, dann werden die Leute, die große Mengen besitzen, das auch ausgeben, um auf andere Art und Weise profitabler damit zu sein. Okay, aber wir haben, das ist dann ein langsamer Prozess oder ein Prozess, der noch stattfinden muss. Ja. Derzeit haben wir also faktisch eine immense Konzentration von Bitcoin, ne, ob das jetzt 1% 95 oder 1% 70 oder 5% 70, wäre die Verteilung von Bitcoin immer noch viel krasser als derzeit die Verteilung von Reichtum mit Fiatgeld. Ja. Ja? Das heißt, man muss... Obwohl, ja, weiß nicht, also es ist ja... Doch, also, ist es nicht so, dass 1% der Menschheit über 50% des Fiatgeldes besitzen? War das nicht so? Zumindest von Vermögen wahrscheinlich kommt das um und bei hin. Also wenn du dir anschaust, zum Beispiel in den USA, die obersten 1% besitzen mindestens die Hälfte des gesamten amerikanischen Aktienmarkts. Ne? Und wenn wir aber jetzt davon ausgehen und uns überlegen, in dem Moment, wo diese 1% versuchen, Bitcoin zu kaufen, würden sie den Preis so immens nach oben treiben, dass sie gar nicht mehr dasselbe Werteverhältnis schaffen können, wie sie es aktuell haben, würde das nicht sogar eher wieder für eine Umverteilung des aktuellen Vermögens sprechen, auf eben viel mehr Leute, die eigentlich gar nicht in dieser Position sind, so viel Geld zu haben, einfach nur, weil sie früh Bitcoin gekauft haben?
Naja, aber Sie würden ja dann faktisch sozusagen in Relation zu Fiat Ihr Vermögen, Sie bekommen sehr viel weniger Bitcoin, weil Sie eben nicht Early Adopter sind. Das sind ja die Gewinner der ganzen Geschichte. Sie bekommen viel weniger Bitcoin in Relation zu dem Vermögen, was Sie in Fiat-Geld haben. Also ich sehe hier eine gesellschaftliche Problematik. Erstens, weil sozusagen die Geldmenge nicht ausweitbar ist, sondern definiert und strukturiert ist. Das ist extrem sexy. Aber natürlich in einer Situation, wie wir sie jetzt in der Finanzkrise oder jetzt eben in der Corona-Krise hatten, nicht so richtig praktikabel ist. Ja? Also wie kriegen wir die Verteilung hin? Du hast hier schon einige Aspekte genannt, die sicherlich gut sind. Aber ich sag mal, bis eine einigermaßen anständige Verteilung dieses Wertspeichers, sagen wir mal so, gegeben ist, das wird dauern und wird auch ein schwieriger Prozess. Auf der anderen Seite ist jetzt für mich die Frage, kann ich als Staat, kann ich als Schöpfer oder als Drucker des Dollars, kann ich mir das lange anschauen? Ich habe so das Gefühl, derzeit nehmen die das alle noch nicht so richtig ernst. Ja? Gestern hat Paul gesagt, ja, also Bitcoin ist ein Spekulationsobjekt, ja, also ne, Goldersatz vielleicht oder ne, es ist das Gold der Jugend, könnte man sagen, vielleicht. Alle unter 40 wollen von Gold nichts wissen, sondern von Kryptowährungen, vor allem Bitcoin. Aber normalerweise hat der Staat eben das Gelddruckmonopol. Ich heiße das nicht gut. Ne? Also ich bin ein Anhänger freier Geldschöpfungen. Wenn die Leute irgendwas als Wertgegenstand sehen, dann sollen sie den frei tauschen und Preise dafür finden. Im Grunde ist das sehr negativ, was da passiert. Deswegen finde ich Bitcoin als Idee, als dezentrales Peer-to-Peer Wertaufbewahrungsmittel auch sehr attraktiv, also als Idee zumindest, ja. Ich glaube halt, also ich glaube halt, dass wir eine komplett andere Gesellschaft brauchen, um Bitcoin im großen Stile benutzen zu können. Du hattest, wir haben ja ganz kurz auch vor diesem Interview schon mal gesprochen und da hast du gesagt, naja, was passiert denn in sowas wie einer Corona-Krise, hätten wir jetzt nur Bitcoin? Wie wollen die dann noch den Menschen helfen, wenn sie nicht in der Lage sind, neue Coins zu erstellen beispielsweise? Ich glaube, Bitcoin würde ein ganz anderes Gesellschaftsbild und eine ganz andere Ausgangssituation für sowas wie eine Corona-Krise schaffen. Weil auf einmal, wenn ich heute Venture Capital habe, ich habe 5 Millionen auf dem Konto und denke mir so, naja, gerade wird massiv neues Geld erzeugt. Das heißt, was ich da gespart habe, ich komme jetzt in Zugzwang, ja. Ich muss irgendwas mit dem Geld machen, weil lasse ich es da liegen, verbrennt es, ja. Zusätzlich haben wir Negativzins. Ab 100.000 Euro, die ich jetzt auf dem Bankkonto parke, zahle ich auch noch Zinsen. Übrigens habe ich ein Dispo, zahle ich auch Zinsen. Das ist eigentlich egal, was ich mache, ich zahle immer. Und Aber. zwar für die Dispo mehr Zinsen als für die. Aber okay, ich muss jetzt irgendwas mit meinem Geld machen. Ich komme in Zugzwang, weil sie vernichten mein Kapital, also meinen Wert und meine geleistete Arbeit, die ich gespeichert habe in Form von Geld. Ich muss mir jetzt überlegen, was ich tue. Und das, was ich am einfachsten machen kann, ist, ich gehe irgendwo nach China, nehme mir irgendein Billo-Produkt, wo ich nicht drüber nachdenken muss, wo ich sage, ja, ich habe gerade keine Idee, was ich machen soll, produziere das. Gib mir 1% Rendite, ist immer noch besser, wie das Geld auf der Bank zu verbrennen. Ist mir egal, produziere unter den schlechtesten Bedingungen den größten Müll in rauen Mengen. Wir verschmutzen die Umwelt, wir sorgen für schlechte Arbeitsbedingungen, wir sorgen für überzogene Preise, die sich überhaupt nicht in Relation zu den Produkten an sich stehen. Und wir sorgen dafür, dass die Leute, die halt Kapital haben, in diesen Zugzwang kommen. Stellen wir uns einfach mal eine Zeit vor, wo Bitcoin das Kapital stellen würde oder wo Bitcoin unabhängig auch von der Funktion Geld aber schon da wäre, dann könnte ich mich jetzt entscheiden, statt mein Geld in irgendeine Unternehmung zu stecken, stecke ich das in Bitcoin und habe eine gesunde Wertsteigerung von 5% im Jahr oder so durch das Halten von Bitcoin und bin nicht in diesem Zugzwang, irgendwas als Unternehmung zu machen, sondern überlege mir ganz genau, was ich mache. Weiter wäre aber dann auch, wenn ich jetzt in Startups oder so in mein Geld reinstecke, die Anforderungen an diese Startups viel, viel höher, weil die müssen jetzt mehr profitabel sein als diese 5%, die mir Bitcoin eh schon verspricht, bei absoluter Sicherheit, indem ich einfach nur die Bitcoin halte. Das heißt, ich gehe ja ein Risiko ein, meine Bitcoin abzugeben. Das heißt, sie müssen noch profitabler sein. Das Geschäftsmodell muss wasserdicht sein, muss richtig gut sein. Das heißt, ich bin vorsichtiger mit dem Ausgeben meines Kapitals und würde es aber trotzdem tun. Aber die Folge wäre, ich würde sparen. Und das würde für jeden Sinn machen. Und viele Die Ökonomen. Welt, die Welt, wenn die Welt spart, dann haben wir ein Problem. Das ist ja genau das. Richtig, die Ne? Ökonomen fürchten, aber dann bricht doch die Wirtschaft zusammen, ja? Dann kommen wir in diese Abwärtsspirale, Deflation, alles wird immer günstiger, die Produktvielfalt hört immer mehr auf und auf einmal ist so ein schwarzes Loch und sind wir alle weg. Und das ist ja in der Theorie, aber ich glaube halt. Also der Harald Welzer, ein Soziologe, der sehr genial ist, wie ich finde. Er hat mal gesagt, wenn man einen Neunjährigen fragen würde, pass mal auf, wir haben eine Menschheit, die Ressourcen sind tendenziell begrenzt. Ja?
Ja. Gleichzeitig werden wir älter und weniger. Was müsste man tun? Oder gleichzeitig wird die Gesellschaft immer älter. Würde der Neunjährige sagen, ja, wir müssten weniger werden. Auf diese Idee, dass wir Menschen weniger werden, kommen wir halt nicht, weil wir derzeit eben in dieser höher, schneller, weiter Situation uns befinden. Also permanentes Wachstum, gleichzeitig alternde Gesellschaften. Wie soll das gehen? Ja? Also es müssen immer weniger Leute produktiv sein, um die immer stärkere oder größere Anzahl von Nicht-Produktiven mitzufinanzieren. Das wird also nicht funktionieren. Und jetzt haben wir die Situation, du hast ja schon diese finanzielle Repression. Also wie kann ein Anleger, ein institutioneller Anleger eine deutsche Bundesanleihe kaufen zu Minuszinsen? Ja? Ja. Das sind ja schon absurde Zustände im Prinzip, ja. die an sich schon das ganze System in Frage stellen, nach meiner Auffassung. Eben durch die Abschaffung des Zinses, jeder Risikoparameter ist abgeschafft. Jetzt kommt aber die Kehrseite. Wir haben jetzt gesehen, dass Indien zum Beispiel schon Bitcoin-Geschichten extrem erschwert hat, ja, oder verbietet sogar. Wir können davon ausgehen, dass China auch nicht begeistert ist von einem Peer-to-Peer-Netzwerk, außer es hat sozusagen, eigentlich nicht begeistert. Warum? Weil China will alles kontrollieren. Du kannst ja aber ich stimme da komplett zu, aber China ohne total unter Kontrolle zu sein, und sie wollen Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Und Bitcoin ist das Gegenteil von Kontrolle. Also wird ihnen das stinken. Und jetzt kommen die Amerikaner, die den Dollar drucken. Die leben seit Jahrzehnten über ihre Verhältnisse. Das heißt, die gehen in die Kneipe, saufen Bier und lassen anschreiben. Weil die Ausländer bereit sind, eben die Staatsanleihen zu kaufen und sozusagen dieses Defizit zu finanzieren. Wenn jetzt eine echte Alternative zu Fiat, nämlich zu dem Dollar, kommt, dann haben die Amerikaner sofort ein Problem mit ihrem Lebensmodell. Ja, nämlich dieses über die eigenen. So, also was werden sie tun? Im Zweifel, nach meiner Erfahrung, und ich bin ja fast schon noch Boomer, werden die tendenziell Schritte unternehmen, damit das nicht so funktioniert. Weil du kannst letztendlich ein Monopol, mit dem du druckst das Geld, du bezahlst die Polizei, du bezahlst die Schulen aus den Steuern und so weiter, basiert alles darauf, dass hier die Kontrolle über das Geld der Fall ist. Wenn sie die Kontrolle verlieren, dann ist dieses ganze Modell, das die Amerikaner vor allem fahren, kaputt. Und ja. Sie haben schon damals reagiert, indem sie den Goldstandard abschaffen mussten, weil praktisch die Deckung auch gar nicht mehr da war. Ja. So, und das ist nach meiner Auffassung eine Frage der Zeit, bis die Mächtigen es kapieren oder auf jeden Fall der Druck zu groß wird, als dass sie nicht zum Beispiel die Konvertierbarkeit von Bitcoin in Dollars, Euro oder Yen, und sie würden es dann alle gleich machen, also alle westlichen Notenbanken würden sagen, okay, ab heute oder ab nächster Woche keine Konvertierbarkeit mehr. Und das würde bedeuten, dass diejenigen, die Bitcoins haben, im Grunde ihre Bitcoin nicht mehr zu höheren Preisen, das ist ja ein Anreiz, teilweise für höhere Fiat-Preise Bitcoin abzugeben, was würden die dann tun? Ja. Das heißt, da wäre das Risiko schon, dass ihr Vermögen von jetzt wie viel Milliarden, wenn sie irgendwelche Wale sind, sehr stark abstürzt. Ja? Okay, also ich sehe, erstmal, um nochmal auf das ganze Thema Indien zu kommen, die ja gerade kurz vor einem Bitcoin-Verbot stehen. Wir haben Verbote rund um Bitcoin, auch in Bezug auf das Mining, was ja der Sicherungsprozess der Bitcoin ist und so, überall schon gesehen, auch in China. Und gerade in China, wo es das Mining-Verbot gab, ist Mining stärker gestiegen als in jedem anderen Land. Also es ist ein Prozess, der sich gar nicht wirklich verbieten lässt. Und das zeigt so ein bisschen die Geschichte von Bitcoin. Wir haben jetzt Nigeria, die haben Bitcoin verboten, und Nigeria ist mittlerweile das Land, wo prozentual pro Kopf die meisten Menschen Bitcoin besitzen mittlerweile. Und die Regierung denkt sich jetzt, die hat jetzt offiziell gesagt, und das Verbot gibt es doch gar nicht so lange, ein paar Monate erst, die hat jetzt offiziell gesagt, ja, wir gucken uns jetzt aber auch mal die Vorteile der Blockchain an. Also man merkt schon, das kippt auch wieder. Und Indien, ich habe da letztens ein sehr umfangreiches Video zu diesem Thema gemacht, der Bilaji, das ist der alte CTO von Coinbase, der hat mal, also wirklich einen Mega-Artikel verfasst mit Quellen, mit Zahlen, Daten und allen möglichen Informationen, die man da braucht, und hat mal gezeigt, was wäre denn der Vorteil, wenn Indien eben Bitcoin nicht verbieten, sondern erlauben würde. Und Indien ist gar nicht in der Lage, Bitcoin zu verbieten, ohne sich selber massiv in Zukunft zu schaden. Gerade aus diesem Aspekt heraus, da der Rupee keine mögliche Weltwährung ist und gar nicht in der Lage ist, das zu stemmen. Und gerade aus dem Aspekt, dass Indien viel und ich glaube über 35% oder so des Bruttoproduktes mit externer Arbeit macht. Also ganz viel outgesourcete Arbeit. Und man verdient eben dadurch, dass man im Ausland quasi arbeitet, in dieser Form, dass man, weiß ich, mit Entwicklung
IT-Entwicklung und so weiter, das im Ausland macht und von dort bezahlt wird. Und das große Problem ist aber, dass die USA Indien total am Rockzipfel hat oder ich sag mal zumindest unter Kontrolle hat, gerade weil die USA die ganzen Plattformen stellen, über die die Bezahlung letzten Endes läuft. SWIFT-System, wo die US-Dollar-Currency drüber abgewickelt wird, PayPal, Twitter, Facebook, WhatsApp, alles US-amerikanische Unternehmen, Kommunikationsplattformen und so weiter. Wenn die USA von heute auf morgen sagt, Indien, ihr seid nicht mehr mit dabei, weil ihr spielt nicht in unseren Spielregeln, dann hat Indien ein gewaltiges Problem. Absolut. Und das Gleiche. Ja mal, wenn du eine amerikanische Software hast, ruf irgendwen an, dann hast du, landest du in Neu-Delhi. Ne? Also ich glaub, ja, aber das. Aber vielleicht ist deswegen Indien aber auch ein Versuchsballon für die Amerikaner. Möglicherweise. Aber Moment. Jetzt muss man nochmal auf die anderen Länder schauen, wo das aktuell schon passiert ist, dieses Deplatforming. Also so heißt diese Waffe der Zukunft, ja, also man schmeißt keine Bomben mehr, sondern man sagt einfach so, wir schneiden euch jetzt aus unserem System raus, viel Spaß alleine beim Klarkommen in einer Welt, die zunehmend globalisiert ist und miteinander interagiert, ihr werdet dort nicht mehr klarkommen. Und dieses Deplatforming hat die USA jetzt mit mehreren Ländern gemacht, unter anderem mit dem Iran. Und Iran ist hingegangen und hat gesagt, so, das ist natürlich richtig doof, weil wir jetzt mit niemand mehr mit US-Dollar handeln können. Wir sind von dem System ausgeschnitten. Wir benutzen jetzt Bitcoin. Die machen gerade Handel mit Venezuela und vielen anderen Ländern und benutzen als Staat Bitcoin als globale Currency. Und das bedeutet, auf einmal schließen die sich einem Billionen-Dollar-Markt an, während die USA sich vielleicht, wenn das die einzige Option ist, wie du sagst, sich immer gegen Bitcoin zu stellen, dafür sorgt, dass man das eigene Land von diesem Billionenmarkt abschließt. Das heißt, die USA macht mit sich selbst genau das, was sie jetzt aktuell mit dem Iran machen, indem sie den deplatformen. Sie deplatformen sich selber von einer freien, großen Wirtschaft. Und ja, Moment. Jetzt ganz kurz. Damit beschreibst du ja schon, dass da eine Systemalternative entsteht, ja? Also der Iran wird von Russland an Leben gehalten, nicht? Da wird russisches Öl gefordert, praktisch. Oder die Iraner liefern Öl nach Russland, respektive es wird iranisches Öl als russisches Öl verkauft. Ja. Du kannst aber relativ klar nachweisen, aus geologischen, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Achse insgesamt. China, Iran, Russland und dann vielleicht noch so Failed States wie Venezuela, die sich jetzt, wenn genau das, was du sagst, wenn die jetzt schon sozusagen eine Alternativplattform schaffen, und Russland und China sind ja schon dabei, dass sie sagen, wir wollen jetzt uns gegenseitig in Yuan oder in Rubel bezahlen, dann wird das Problem für die Amerikaner doch noch viel größer. Und jetzt sagst du, die Lösung besteht darin, dass wir sozusagen uns jetzt in dieses System reinsetzen, ja, um unsere Dominanz zu behalten. Ja. Aber ich sage, ihre Dominanz basiert aber bisher auf den Dollars, weil alle brauchen diese Dollars. Warum sollen sie ihr mächtigstes Instrument, wenn du John McEnroe bist und du hast die beste Vorhand der Welt, warum sollst du dann Rückhand spielen? Du hast doch die Waffe. Du kannst doch letztendlich Russland abzwacken vom SWIFT-System. Ja. Und sofort sind alle russischen Banken mehr oder weniger platt. Die können dann vielleicht noch mit China Geschäfte machen, mit dem Iran. Und das ist genau der Punkt. Die Amerikaner werden nach meinem Prognose, niemand weiß das, ja, wir können ja nur drüber nachdenken, nach meiner Auffassung irgendwann den Riegel vorschieben, mit dem sie sagen, es gibt keine Konvertierbarkeit mehr von Bitcoin in Dollar. Okay. Dann ist der Bitcoin nicht wertlos, aber dann musst du vielleicht nach Teheran oder nach Peking, um deine Bitcoins irgendwie... Ich glaube, die können das machen, aber das ist der gleiche Fall wie mit Nigeria. Die können das nicht auf Dauer oben halten. Denn, und da wollte ich noch darauf ein, deswegen, ich möchte dich auch gar nicht unterbrechen, ich bin hier immer so auf heißen Kohlen, aber eigentlich geht es um ein Thema, was nämlich vorhin von dir noch angesprochen wurde, dass China als totalitäres System ein Problem mit Bitcoin hat, weil Bitcoin so frei ist. Aber du hast auch genau das Gegenargument dafür schon geliefert, nämlich China, zum Beispiel die USA hat ihre Weltwährung und nutzt damit ihre Macht aus. Und China hat das ja nicht und China möchte das auch gar nicht, weil sie dann viel zu offen hantieren müssen. Die machen ja mit ihrer Währung nichts anderes wie die USA, nur in ein bisschen anderer Form. Aber da sind mit Sicherheit auch viele Dinge, die am besten nicht so öffentlich laufen. Und denen spielt es doch in die Karten, wenn die USA als Weltwährung an Macht verliert. Und wenn das Bitcoin ist, was das ist, dann gilt so ein bisschen, ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ja, und dann ist... Das ist Peter Thiel so ein bisschen, du hast ja ein Video auch darüber gemacht. Richtig, ja. Dass das sozusagen natürlich das Einfallstor sein könnte für die Chinesen. Auf der anderen Seite werden, wie du sagst, auch 2/3 aller Bitcoins werden in China gemeint, ja.
Wobei man sagen muss, die Zahl nimmt gerade rapide ab. Also das Mining dezentralisiert sich sehr stark. Kasachstan als Land ist mit fast $1 Milliarde ins Mining-Business eingestiegen. Der Iran subventioniert jetzt den Minern im eigenen Land den Strom, damit sie, also sie haben gesagt, so, wir bezahlen euch den Strom, aber dafür gebt ihr Teile eurer Bitcoin ab, die ihr meint. Ja, es daran, daran siehst du, dass sie das natürlich als Alternative zum Dollar sehen. Ja. Und das werden, das verstehen die Amerikaner, das begreifen die Amerikaner, die sind sehr gut informiert über die Frage. Die Frage ist aber, deswegen, bevor die sich aber selber aus dem Boot raussetzen, die Amis, wäre es dann nicht viel schlauer, wenn Amerika voll in die Offensive geht und sagt, alle unsere Milliardäre rauf auf Bitcoin, damit wir möglichst viel davon haben. Weil man muss sich auch mal fragen, warum gibt die SEC grünes Licht für Unternehmen wie MicroStrategy oder Tesla, diese Reservenberge überhaupt in Bitcoin abzulegen, wenn man diese Politik so fahren möchte? Und was wäre die Folge, wenn man das, die eigene Nation, die eigene Bevölkerung und das eigene Land von diesem Billionenmarkt ausschließt, den Milliardären, den Unternehmen keine Chance gibt, gegen die Inflation ein anderes Asset zu halten? Man lässt das eigene Volk verarmen. Das würde temporär eben diesen Vorteil bringen. Ja, wir behalten unsere Vormachtstellung mit unserem gedruckten, wertlosen Papiergeld. Wie lange geht das gut, wenn da gerade ein globales, nicht aufhaltbares Asset entsteht? Das heißt, der einzige schlaue Move wäre absolut nach vorne, ab durch die Decke und dann... Ja, aber dann würden sie aber sozusagen ein dezentrales System fördern und daran haben sie nach meiner Auffassung kein Interesse. Ja, aber sie haben keine andere Chance. Das ist das Gute bei Bitcoin. Weil sie können ja sagen, es gibt jetzt kein Bargeld mehr. Wir sind ja eh auf dem Weg dahin. Ja. Also wird es den digitalen Dollar geben. Und so, die Fed ist da noch sehr zurückhaltend, die EZB auch und so. Ja. China ist da schon weiter, wie du weißt. Auch mit Gedanken von Schwundgeld. Also du musst das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgegeben haben, sonst wird es wertlos oder verliert dann Wert. All das sind Dinge, also nochmal das Beispiel John McEnroe. Ja? Beste Vorhand der Welt oder bester Volleyspieler der Welt. Du bleibst bei deinen Stärken und ihre Stärke ist die Dominanz des Dollars. Warum sollten sie sozusagen ein dezentrales System, das sie per se ein Peer-to-Peer-Netzwerk ja nicht so kontrollieren können wie die Schöpfung des Dollars, mit dem sie alles machen können, weil alle brauchen den Dollar. Sie können ihre Staatsverschuldung... Aber das ist schon das Argument. Alle brauchen den Dollar. Warum? Das hört ja bald auf. Das ist ja das Interessante bei Bitcoin. Glaube ich nicht. Also da würde ich dir eben... Also da haben wir andere Prognosen oder haben wir eine Meinungsverschiedenheit. Im Zweifel setzt sich Macht durch. Und natürlich ist Bitcoin etwas Anarchistisches, weil nicht Zentralisiertes, sondern Dezentrales. Und das wäre für uns alle gut, wenn es sehr viele dezentrale Systeme geben würde, weil wir jetzt ja sehen, wie die Freiheitsrechte schon massiv eingeschränkt sind, jetzt aufgrund einer Pandemie. Aber wir gewöhnen uns an diese Freiheitseinschränkungen. Der Nanny-Staat nimmt immer mehr zu. Insofern brauchen wir dezentrale Systeme, wo wir uns einigen auf bestimmte Dinge und ich vielleicht mit 500 anderen Leuten mich auf etwas einige und das funktioniert für mich super. Ja? Ohne dass ich der Kontrolle durch Washington oder der Bundesregierung oder wem auch immer unterliege. Also als Idee super. Ich glaube nur, Realpolitik, Machtpolitik läuft darauf hinaus, dass sie ihre Mittel einsetzen werden, um das zu unterbinden. Und das ist das Risiko für diejenigen, die sehr viele Bitcoins haben, aber dass sie absichern werden. Aber ist das jetzt noch denkbar, dass wenn das eins der teuersten Unternehmen der Welt, die ja in den USA sitzen, anfangen jetzt solche Mengen in Bitcoin zu kaufen wie Tesla oder MicroStrategy, die das tun, Tesla, die jetzt sogar Bitcoin als Bezahlung akzeptieren und schon sagen, naja, wir hodeln aber danach. Ich denke, irgendwann, also man muss halt schauen, dass die Politik doch im Endeffekt auch immer so ein bisschen nach der Nase der vor allem großen Unternehmen im eigenen Land agiert, zumindest zu teilen. Und ich denke, dass die Lobby rund um Bitcoin gerade enorm stark wird. Wir sehen das sogar bei US-amerikanischen Staatsangestellten. Der Hester Pierce zum Beispiel von der SEC, die jetzt neulich erst noch geschrieben hat, die hatten umfangreiche Aussagen getroffen rund um das Verbot von Bitcoin. Sie sagt, das wäre überhaupt nicht schlau, wenn wir als Land das verbieten würden. Wir müssen komplett den Move nach vorne machen. Ich glaube halt dadurch, dass Bitcoin für jeden ist und letztendlich für jeden auch wirklich Vorteile hat, dass irgendwann einfach auch die Staatsagenten, sag ich mal, so überzeugt davon sind, dass Bitcoin von innen heraus das ganze System schon umdreht und vielleicht auch einen Richtungswechsel vollbringt, weil die einzigen, die ja davon profitieren, wenn das nicht so kommt, sind ja Leute wie Warren Buffett, die heute schon so reich sind und gerade Warren Buffett, einer, der immer große Fiat-Anteile auch in seinem Portfolio hatte. Das ist einer von den Hardcore-Verfechtern dieses Fiat-Pyramidensystems. Und die wollen natürlich nicht, dass das Vertrauen in dieses System fällt. Weil wenn das fällt,
dann kann das richtig schnell gehen. Dann will das niemand mehr haben, dann rennen alle auf Bitcoin, alle kriegen FOMO, Unternehmen wie auch Staaten und alle wollen sofort Bitcoin haben. Gold wird vielleicht zunehmend uninteressanter. Man sagt, wo heute Länder wie Deutschland und USA große Goldreserven, tonnenweise Goldreserven halten, um die eigenen Currencies gegen eine Inflation und so zu schützen, sagen auf einmal, was wollen wir mit Gold? Wir wollen das mit Bitcoin schützen. Das können wir international innerhalb von 10 Minuten Milliardenbeträge in andere Länder verschicken. Und ist ein Szenario, dass sie sozusagen, wenn wir sagen, Bitcoin ist digitales Gold, ne? Dass sie sagen, okay, wir diversifizieren unser Portfolio und nehmen auch Bitcoin mit rein. Das kann passieren. Nur dein Argument, dass es zu spät ist, das zu verbieten, wenn Bitcoin hat jetzt eine Marktkapitalisierung von $1 Billion um und bei. Der gesamte Kryptobereich, glaube ich, gestern die 2-Billion-Dollar-Marke erreicht. Das ist ein Fliegenschiss. Ja. Das drucken die Amerikaner innerhalb von, ne, beiden Strukturprogrammen 3 Billionen. Ja, ne? Mal eben neu gedruckt, ja. Nächste Woche 3 Emissionen von Staatsanleihen. Die Leute kaufen das, ja. Sie müssen es kaufen. Ja. Und das ist doch genau der Punkt. Je länger sie warten, umso schwieriger wird es, ja. Aber ich bin relativ sicher, dass da schon zumindest Überlegungen laufen, was könnte man tun, weil unsere Atombombe ist der Dollar, so wie damals in Deutschland. Wir waren politisch nicht sehr mächtig, aber wirtschaftlich mächtig und wir hatten eine Atombombe, das war die D-Mark. Ja. Die Amerikaner haben nicht nur Atombomben und das stärkste Militär, sondern sie haben eben auch die Atombombe Dollar, wo alle mit müssen. Außer es etabliert sich eben ein Gegennetz, China, Russland, Iran. Und das wird zu massiven Problemen führen. Also ich sag mal so, ich sehe die, Argumente und ich stimme da komplett zu. Ich sehe das auch als Gefahr und ich sehe auch, ich traue der US-amerikanischen Regierung zu, dass sie doof genug sind, Bitcoin zu verbieten. Ich glaube verbieten. Aber, sie werden Bitcoin nicht verbieten, sie werden nur sagen, sie werden nicht mehr konvertieren. Ne? Genau, sie werden es erschweren, das ganze Konstrukt. Genau. Ja. Genau, das glaube ich auch. Aber ich glaube, damit, das ist der Anfang vom Ende von ihrer Vormachtstellung, die sie haben. Und ich glaube, von daher wird es einen Zeitpunkt geben, dann Jahre später, wahrscheinlich so schnell wie Bitcoin sich entwickelt, gar nicht mal so viele Jahre später, 5 bis 10 Jahre später, und dann werden sie die Türen komplett aufmachen müssen für Bitcoin, weil sie sonst im internationalen Markt gar keine Chance mehr haben. Und dann ist es so spät, dass sie sich eigentlich ihre gesamte Machtstellung, die sie vorher hatten, versaut haben und ganz, ganz hinten anstehen, weil sie in diesem freien System auf einmal viel zu spät reinkommen, wenn sie sich dafür entscheiden. Das ist aber auch nur meine Meinung. Und ich glaube, an dem aktuellen Punkt, wo wir sind, da werden wir nie zusammenkommen, dass unterschiedliche Meinungen sind. Und ich finde das komplett legitim. Und ich finde aber auch deine Meinung komplett interessant, weil, also auch nicht unmöglich. Also ich sehe das auch, dass es kommen könnte. Nur glaube ich, das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei Bitcoin. Wir sind einfach nicht an dem Punkt, wo wir beweisen können, es wird so kommen. Ja? Keiner hat eine Glaskugel. Das ist mein Punkt. Bei Gold kannst du zumindest sagen, hat immer funktioniert. Es gab Goldverbote, okay. Ja, aber die Leute wollen Schmuck. Die Inder kaufen. Ne? Es gibt aber so viel Gold, so viel Schmuck können wir uns gar nicht umhängen. Nein, ich glaube, nee, also, aber Gold hat zumindest die Proof bestanden, wenn du so willst. Ja? Aber ich glaube, Bitcoin steht das noch aus. Es kann, ne? Ich will da nicht sagen, es wird nicht funktionieren. Aber es hat den Beweis noch nicht erbracht, dass es funktioniert, glaube ich. Also ich glaube, dieser Beweis, der wird ausbleiben, weil ich glaube, es wird, wie sagt man so schön, also es gibt keinen gestillten Bedarf an Knappheit. ja, es ist... Dann schaffst du andere knappe digitale Güter. Die Amerikaner könnten ja auch sagen, pass auf, wir machen einen digitalen Dollar, der begrenzt ist. Nein, der ist aber nie begrenzt, weil es zentrale Systeme gibt, die das in der Hand haben. Das ist keine echte Knappheit. Das ist ja auch nochmal so ein großes Argument. Bitcoins Knappheit entsteht dadurch, dass wir Arbeitsaufwand, also Energie haben, die aber, und das ist ganz wichtig bei Bitcoin, als zweite Ressource Zeit benötigen. Also ich kann jetzt nicht auf einmal ganz viel Energie reinbringen, habe dann alle Bitcoin geschürft, sondern ich muss das über einen Zeitraum machen. Und diese Doppelkonstante, diese Relation von Energie zu Zeit, das ist eine Absicherung, die niemand faken kann und wo man einfach sagen muss, es gibt kein anderes System, was echte Knappheit wie diese Knappheit erzeugt. Also selbst bei Gold, also es könnte sein, dass wir in 200 Jahren ins All fliegen und ein paar Tonnen Gold darunter holen, weil wir auf irgendeinem Mars... Sehr wahrscheinlich sogar, ja. Also richtig. Deswegen will Elon Musk zum Mars, weil er da Gold vorkommen. Ne? Aber wir werden hundertprozentig niemals einen Asteroiden mit Bitcoin finden. Ganz, ganz sicher, da bin ich mir komplett sicher. Das bedeutet, Bitcoin wird die einzige real seltene Ressource
für uns Menschen jemals werden. Und das bedeutet auch, dass wenn wir das mal richtig weit spinnen, so auf 500 Jahre oder so, also wirklich weit spinnen, dann sind diese 21 Millionen der Anker für jede Wertberechnung, für alles, was wir eigentlich haben, weil wir nichts anderes haben, was diesen zentralen Nullpunkt von einer fest definierten Menge bietet, wie es Bitcoin tut. Und das ist total abgefahren, weil wenn man sich das mal überlegt, ja, womit würde man sonst heute irgendeinen Wert versuchen, fest zu verankern, zu definieren? Das geht nicht. Wir haben nichts, was so... Wir können ja nicht mal genau sagen, wie viel Gold es tatsächlich in irgendwelchen Kellern der Großbanken gibt, wie viel wir auch noch aus der Erde holen oder irgendwann aus dem All holen. Wir wissen aber, Bitcoin wird nie jemand irgendwo aus dem All holen. Das ist begrenzt und das kann auch keiner mehr ändern. Und das hat halt nur Bitcoin geschafft. Also die Zentralbanken können ihren Bitcoin 2.0 auf CBDC-Basis bauen und sagen, ja, wir versprechen, den packen wir nicht an. Aber das Problem ist, dass du immer irgendwo zentrale Punkte hast, die in der Lage wären, es doch zu tun. Und das macht das ganze Thema nämlich auch so einzigartig, das Bitcoin-Thema. Ich verstehe den Punkt, ja. Aber du könntest zum Beispiel ja sagen, und damit hast du natürlich schon eine Einzigartigkeit, keine Frage. Aber du könntest auch sagen, zum Beispiel als Währungssystem, wir einigen uns auf Rohstoffbaskets. Natürlich sind Rohstoffe nicht unmittelbar begrenzt, ja, also wo ich sagen kann... Aber wie handelst du die digital? Die kannst du ja sozusagen als Weltwährung könntest du die, oder du kannst sozusagen ein Korb an Währungen könntest du herstellen. Ja, aber wie handelst du die digital? Du musst doch immer eine Art Zertifikat für diese Rohstoffe haben, oder? Wie meinst du Zertifikat? Du kannst ja sagen, okay, wir haben auch eine Digitalwährung möglicherweise, die sich orientiert an der Veränderung dieser Rohstoffpreise. Genau, aber woher wissen wir, wie viel es von diesen Rohstoffen tatsächlich gibt? Müssen wir gar nicht wissen. Wir müssen nur wissen, wie viel sie derzeit uns wert sind. Ja, aber wer definiert das? Also die Verankerung, Werthaltigkeit. Ja, aber woran bemisst man den Wert dieser Rohstoffe? Ja, Nachfrage. Ja, aber was ist das Tauschgut? Digitales Geld zum Beispiel. Ja, aber das oder hat keine reale Seltenheit. Deswegen ist der Preis niemals so fix wie das, was man mit Bitcoin schaffen kann. Was Bitcoin ja geschafft hat, ist, dass wir eine Realressource, Energie, es geschafft haben, zu digitalisieren, in digitale Form abzulegen. Wir haben sonst noch nie geschafft, es ist das sogenannte Oracle-Problem, wir haben es noch nie geschafft, in irgendeiner Form Realwerte so digital abzulegen, dass nicht irgendwo ein zentraler Punkt ist, der irgendwie diesen Wert in digitaler Form verändern kann, faken kann oder die Menge verändern kann. Weil der Preis, den wir auf Basis von Rohstoffen ermitteln, das sehen wir ja bei Gold aktuell. Das meiste Gold, was wir handeln, ist in Zertifikatsform. Natürlich haben wir da ein Angebots-Nachfragespiel, aber ist das noch das reale Gold, wo Angebot-Nachfrage besteht? Oder reden wir hier von Zertifikaten, wo wir nicht wissen, wie viele es gibt und ob die wirklich alle goldgedeckt sind? Und klar, das ist ja viel mehr Papiergold als echtes Gold, nicht? Ja, aber genau dieses Problem hat man immer, wenn man einen Rohstoffkorb nimmt und versucht, das zu digitalisieren. Und Bitcoin hat es geschafft, eine Realressource, Energie und Zeit, nämlich zu digitalisieren, ohne dass es zentrale Punkte gibt, die das faken könnten. Das ist vielleicht so mindblowing dabei. Ja, ja, das ist natürlich das, was vielleicht dieser Terminus der Bitcoin-Standard aussagt, ist eben ähnlich wie früher vielleicht Goldstandard, kann man ja sagen, okay, wir bemessen bestimmte Wertigkeiten anhand einer Bitcoin-Einheit. Ja? Könnte man machen. Aber ob sozusagen dann Bitcoin das Ding ist, was als Zahlungssystem funktioniert, sondern vielleicht nur als Recheneinheit. Ja? Aber warum nicht als Zahlungssystem? Ja, weil Gold hat die Eigenschaften nicht mitgebracht. Bitcoin hat diese Eigenschaften der Teilbarkeit und digitalen Handelbarkeit. Ja. Und selbst wenn man sagt, naja, aber wie soll ein deflationäres Asset überhaupt als Geld funktionieren? Okay, dann adoptiert es halt nicht als Geld. Ich werde aber trotzdem jederzeit die Entscheidung haben, kaufe ich mir Bitcoin oder kaufe ich mir eine Pizza? Kaufe ich mir ein neues Handy oder warte ich 4 Jahre und kaufe erstmal Bitcoin und kaufe davor 2 Handys in 4 Jahren? Ja. Also ich werde halt, das ist ja das Interessante, dass Bitcoin diese Eigenschaften von Grund auf mitbringt und eigentlich diese Notwendigkeit, wie bei Gold mit einem Goldstandard, ein Derivat, damals in Form von Dollaris, zu schaffen, überhaupt nicht da ist. Bitcoin bringt diese Fähigkeit einfach mit, teilbar, digital, teilbar und selten zu sein. Und auf einmal kann Bitcoin Store of Value sein, digitales Gold, es kann Medium of Exchange sein, es kann Geld sein und es hat eine Infrastruktur. Wenn wir uns sehen, Fatwire ist vor ein paar Wochen einfach mal für 2 Tage ausgefallen. Das Bitcoin-Netzwerk läuft seit 12 Jahren ununterbrochen. Wir haben eine globale Infrastruktur, wir können in jedem Land Settlement machen mit einem Netzwerk, was niemand zensieren kann. Ich habe hier die gesamte
gesamte Historie, die es jemals bei Bitcoin gab, ist hier drauf gespeichert. Das kann jeder Mensch sich einfach installieren für $100. Zack, habe ich die gesamte Historie der gesamten Welt, die im Bitcoin-Netzwerk passiert, hier drauf gespeichert. Jede Information, die mit dem Bitcoin-Netzwerk verankert ist, liegt hier drauf. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass in irgendeiner Form Microsoft Ion jetzt startet, wo wir digitale IDs, die Hashes unserer IDs, dort ablegen können, dann kann ich irgendwann beweisen, ich bin Roman, ohne irgendwem sagen zu müssen, dass ich Roman bin. Ich beweise einfach nur mit einer digitalen ID, ich bin ich. Und wo ist der Hash gespeichert? Im Bitcoin-Netzwerk. Und das kostet Geld. Das heißt, jede Information, alles, was wir auf diesem Planeten tun, ist in irgendeiner Form wert. Und wir können jeden Wert in irgendeiner Form mit dem Bitcoin-Netzwerk absichern. Und das ist so mindblowing, wenn man sich überlegt, dass irgendwann das Bitcoin-Netzwerk einfach ein globales Settlement-Netzwerk ist. Ich möchte 1 Milliarde US-Dollar nach Deutschland transferieren. Da brauche ich keine Nostro-Konten und Offshore-Banken und diesen ganzen Blödsinn und zigtausend Leute, die über diesen Prozess gucken und fehleranfällig und so weiter und langsam. Dann sage ich einfach nur, ich kaufe für 1 Milliarde Dollar Bitcoin, schicke die über eine Infrastruktur, die nicht ausfallen kann, die niemand kontrolliert, die offen und frei für jeden ist. Und die 1 Milliarde Dollar in Bitcoin-Gegenwert verkaufe ich in Deutschland wieder für Euro. Bam, Währungsaustausch innerhalb von 10 Minuten mit dem Bitcoin-Netzwerk gemacht, Milliardenbeträge ohne Probleme. So kann Bitcoin ein globales Settlement-Netzwerk werden und wird für jeden offen und frei zugänglich. Und genau das ist das, wo ich dann irgendwann denke, ja, wenn die USA sich entscheidet, das der eigenen Bevölkerung zu unterschlagen, dieses freie, große Settlement-Netzwerk, dann werden die sich in dem globalen Konstrukt, was wir gerade bauen, komplett außen vor setzen und das wird langfristig zum Schaden für die werden. Ja, die können es verbieten, keine Frage, und regulieren und wegregulieren und schwieriger machen, aber ich glaube, die Folge wird sein, dass sie benachteiligt sind. Ja? Und das Gleiche betrifft auch Mining. Es gibt mittlerweile Miner, die eben unter KYC laufen, gewisse Transaktionen nicht zulassen, weil sie in einem Land laufen, wo das Land sagt, wenn du die Transaktion zulässt, die wir Person XY zusprechen, dann darfst du hier kein Mining mehr machen. Wir kontrollieren, welche Blöcke du meinst. Ja, und was ist die Folge? Dass in Ländern, wo aber es keine Zensur dieser Form gibt, die Miner profitabler sind, weil sie Transaktionen annehmen können, die vielleicht mit hohen Gebühren locken, und auf einmal steigt dort das Mining-Business immer größer. Die Macht des Miners in dem Land, der zensiert, wird immer geringer, weil er eben auf diese Transaktionen keinen Zugriff hat, weil er die nicht benutzen darf. Und das System, was totalitär oder zumindest mit diesen Regeln da reinfährt, sinkt in der Macht, weil es einfach einen Marktnachteil hat. Und so ist das natürlich ein Prozess, der über super viele Jahre geht, den aber Bitcoin in jeder Spieltheorie immer gewinnen wird, weil die Profitabilität immer gewinnt. Und das ist quasi natürlich Kapitalismus auf dem absoluten Maximumstadium, wo wirklich niemand mehr irgendeine Regel definiert und eigentlich nur noch Angebot und Nachfrage jedes Spiel und jede Macht auf diesem Planeten beregelt. Und klar ist das gerade super weit weg und das ist auch ein bisschen natürlich noch geträumt und da sind so viele Hürden, die da noch komplett gegenstimmen könnten mit Aspekten, die ich noch gar nicht erahne, ja, natürlich, aber das ist so die Theorie dahinter und ich glaube halt, spannend wird zu sehen, was passiert in den nächsten 20 Jahren mit Bitcoin, ja, wie wird sich das alles entwickeln, weil ich glaube, es werden auf einmal Leute unter Druck kommen, die sich in absoluter Sicherheit gewogen haben. Ja, die Cantillionaires, die Leute, die Millionäre, Milliardäre im Fiat-System durch Cantillon-Effekt und so weiter geworden sind, die auf einmal sich in Zugzwang sehen, ich muss irgendwas mit Bitcoin machen, sonst bin ich am Eimer. Ja, und ich kann nicht mehr mich darauf ausruhen, dass ich einfach am richtigen Punkt der Gesellschaft sitze. Ich muss aktiv was tun, weil wenn ich nicht profitabel handle, bin ich raus. Ja, und klar, es hat einen Beschleunigungseffekt. Ne? Da gebe ich dir recht, das ist gar keine Frage, dass das natürlich ein Stück weit einen Zugzwang erzeugt. Ja. Sowohl für Staaten als auch für jeden Einzelnen. Ja. Und das ist, wie gesagt, wir können beide nur mutmaßen. Deine Argumente sind in sich schlüssig. Aber es ist eben jedes Argument in sich schlüssig, wenn es in einem geschlossenen System funktioniert. Ich das ist richtig, ja. Ich finde deine Punkte sehr, sehr rational und sie basiert aber natürlich darauf, dass letztendlich es keinen Sinn machen würde, für mächtige Entitäten nicht mitzumachen. Ja. Und nach meiner Auffassung ist es, selbst wenn da jetzt 1 Billion vernichtet würden und Tesla irgendwie ein bisschen Geld verliert, weil sie Bitcoin gekauft haben oder Cathie Wood oder wer auch immer, dann wäre das so. Ist ein unternehmerisches Risiko. Du hast dich dafür entschieden, du hast davon profitiert, jetzt verlierst du halt. Also das Argument verstehe ich nicht oder sehe ich zumindest nicht, dass es zu spät ist. Ja? Der Druck wird größer. Der Druck auf die Mächtigen wird größer und der wird mächtig größer und der wird bald größer. Ja. Ja. Und das ist das Argument nämlich dafür. Ja? Ich glaube auch, aktuell wäre vielleicht noch so die letzte Instanz, wo man sagen könnte, jetzt haben die noch eine Chance. Aber wenn sie das jetzt, also ich glaube, wenn die jetzt noch ein Jahr warten oder so, dann ist vorbei.
dann Wird haben. schwieriger, keine Frage. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich, also entweder kommt das jetzt richtig schnell oder es kommt wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist so ein bisschen meine These. Kann gut sein, Roman, kann gut sein. Ich finde das aber, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute viele Argumente gehört und ich habe schon mit vielen Leuten aus der Ökonomie gesprochen. Argumente gehört, die ich bislang noch gar nicht gehört habe und die ich auf jeden Fall auch in meine spieltheoretischen Überlegungen mal mit einfließen lasse. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir einfach mal in ein paar Monaten vielleicht nochmal neu auf das Ganze schauen und gucken, wie hat sich seitdem entwickelt und sind die Argumente überhaupt noch valide und gültig von der jeweiligen Ja. Gegenposition. Sehr gerne, Roman. Also es war mir eine ganz große Freude. Ich weiß, du musst gleich weiter. Ja, Du bist leider. unter Dampf. Aber es war mir eine ganz große Freude und also gerne, lass uns ja vielleicht im halben Jahr einfach nochmal gucken, wie die Geschichte weitergegangen ist, ob es da schon erkennbare Bestrebungen gibt, hier den Riegel vorzuschieben. Ja oder nein? Das wäre auf jeden Fall super spannend. Ja, was ich vielleicht zum Abschluss noch sagen kann, also MiCA-Verordnung ist das, was gerade im europäischen Raum entwickelt wird. Also das ist so eine Verordnung für Cryptocurrencies im Allgemeinen. Und da stehen so Sachen drin wie jede Bitcoin-Transaktion oder Krypto-Transaktion über 1000 Dollar ist meldepflichtig und so Geschichten. Also man merkt schon, die Bestrebungen gehen schon dahin, das härter zu regulieren. Also ich finde die Argumente, die du hier anbringst, alle valide, weil man das auch schon erkennt. Da wird definitiv in diese Richtung gearbeitet. Ich befürchte aber, auf kurz über lang denkt man jetzt noch da oben, ah, wir sind so schlau und haben so viel Macht und können solche Sachen umsetzen. Und ich glaube aber langfristig sitzen die da und wie die geprügelten Hunde in der Ecke und ärgern sich, dass sie das verpasst haben und dass sie ihre eigene Bevölkerung eigentlich in diese missliche Lage gebracht haben. Weil ich glaube, die Länder, die heute Türen aufmachen und sagen Bitcoin und jetzt Vollgas, werden irgendwann an der Spitze stehen. Ich glaube, das wird so brachial und groß, dass jedes Verbot eigentlich zum Nachteil des eigenen Landes ist. Jede Bürokratie, die man versucht, auf ein Netzwerk zu setzen, was seit Jahren jetzt ohne Regeln funktioniert, ohne Gesetze, die Regeln einfach auf Basis des Netzwerks definiert. Da jetzt mit Realweltregeln reinzufahren, ist genauso unsinnig wie Realweltgüter in irgendeiner Form zu digitalisieren, weil es einfach diesen, ja, es gibt keinen Oracle, also das Oracle-Problem ist nicht lösbar, ja. Das hat Bitcoin geschafft mit Energie und Zeit. Und auch da, es gibt keine Ebene mehr darunter. Also Energie und Zeit ist genau das, worauf wir alles aufbauen. Also es ist halt schon am untersten Level angesetzt. Es wird auch nichts mehr geben, was noch krasser als Bitcoin das definieren könnte. Also es ist wirklich abgefahren, was da geschaffen wurde. Ja. Roman, ich danke dir. Schaut mal rein bei blocktrainer.de. Ich finde die Seite super gut, verfolge die immer, gucke mir so also ziemlich jedes Video an vom Blocktrainer, seit ich ihn entdeckt habe. Cool, danke Also schön. Ich freue mich. ich kann es euch nur empfehlen, das ist auf jeden Fall etwas, was sich lohnt. Es sind die großen Fragen, die uns alle angehen. Was wird mit uns passieren? Ich finde Lösungen, die dezentral, peer-to-peer funktionieren, grundsätzlich total sympathisch. Und gerade jetzt in einer Situation, wo die Staaten immer mehr Freiheit einschränken, wo der Staatseinfluss immer mehr zunimmt, das werden wir wahrscheinlich hier bei der Bundestagswahl auch im Herbst sehen, dass die Leute diesen Nanny-Staat wirklich wollen, weil er eben Sicherheit verspricht. Und das ist natürlich eine gewisse Bequemlichkeit, die da stattfindet. Und da sind dezentrale Netzwerke eben immer kreativ, immer herausfordernd, das, was wir vorhin gesagt haben, unter Zugzwang bringen. Das schaffen nur intelligente Systeme, die dezentral sind, die stellen sozusagen das Ganze auf eine ganz andere Ebene. Und da müssen diejenigen reagieren, die letztendlich in der Verantwortung sind. Roman, ich Das danke glaube ich dir. auch. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich weiß, du hast jetzt viel Stress in den nächsten Tagen. Und Danke, danke, dass ich hier sein durfte, Markus. War mir wirklich eine Freude. Fand ich richtig cool. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. bis zum nächsten Mal, Roman. Danke dir. Servus, ciao. Ciao.